Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir zum Mittagessen geht ziemlich schnell. Salat und obendrauf Hähnchenbrustfilet mit so einer Teriyaki-Soße zubereitet. Geht sehr, sehr schnell und schmeckt sehr lecker. Und in dieser Zeit, bis das alles das wird gemacht, wird in Heißluftfritteuse einfach so eine schnelle Ofenkartoffel gemacht mit schöner leckerer Kruste. Und die beiden passen so gut zusammen. Was will man dann noch mehr? Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute diese leckeren Gerichte zubereitet, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt, wie immer. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für meine neuen Mitglieder, welche dazu gekommen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Unterstützung. Ich habe jetzt Kartoffeln geschält und ungefähr für 30 Minuten im Wasser, im kalten Wasser stehen gelassen. Jetzt werde ich das Wasser absieben und gebe auf den sauberen Küchentuch zum Abtrocknen. Zum Abtrocknen, dass dann die alle Gewürze und Öl besser haften und dass unsere Kartoffel auch knuspriger wird. Geben wir zurück wieder in die Schüssel und werden wir das würzen. Ich habe mir folgende Zutaten vorbereitet. Olivenöl, Rosmarin und allem nur ein bisschen, weil ich mache auch kleinere Portionen. Majoran, bisschen Kümmel, etwas Salz. Salz kann man eigentlich sogar später dazu noch einwürzen, schwarze Pfeffer, etwas Muskatnuss und dann kann man nehmen oder Paprika edelsüß oder ich nehme einfach mein Tomatengewürz und das alles gut verrühren. Bisschen Paprika edelsüß nehme ich durch für diese schöne rote Farbe. Und jetzt nehmen wir unsere Heißluftfritteuse und weil ich nur ein bisschen mache, werde nutzen nur eine Seite, gebe das auf Rost. Jetzt zum Beispiel, wenn ich Hähnchen wollte dazu machen, dann hätte ich mal vielleicht Hähnchen hier marinierte gelegt, aber benutze ich heute nur eine Seite. Und das ist gut bei dieser Heißluftfritteuse, dass wir müssen nicht ganze Volumen aufheizen, sondern eins. Und dann könnt ihr es auch feststellen, wenn ihr hinten, wo das Luft rauskommt, anfasst, dann merkt ihr, das kommt nur von einer Seite heißes Luft, von der anderen nichts. So, machen wir an, nehme die zweite Zone, weil ich zweite Zone genommen und werde bei 180 Grad ungefähr, ja, 20 Minuten kann ich ruhig lassen. Auf die Hälfte unbedingt schütteln und dann sehen wir, ob wir dann die restlichen 10 Minuten brauchen oder doch nicht. Es kommt darauf an, natürlich, welche Kartoffel auch ihr nehmt. Festkochende, überwiegend festkochende oder sogar vielleicht mehlige. Es kann alles sein. So, und machen wir an. So, es sind jetzt fast noch 9 Minuten, aber wir schauen mal rein, wie es so aussieht und es sieht auch sehr gut aus. Und ich glaube, wir können volle 20 Minuten auch drinnen lassen. Einfach rein und es läuft von alleine weiter. So, 20 Minuten rum, schauen wir mal. Ich glaube, mehr brauche ich nichts. Ich hole jetzt einmal eins zum Testen, die größte, zum Testen, ob er da ist, innen drinnen auch. Und die Gabel geht richtig schön rein. Ja, richtige schöne Kruste drumherum und innen drinnen richtig schön weich. Schaut. Nur heiß und ich muss noch ein bisschen Salz nachwürzen. Aber sonst ist perfekt und schnell.
Und jetzt machen wir noch schnell zu unserer Kartoffel so einen Salat mit Hähnchenbrustfilet. In den habe ich kalt abgespült und trocken getübt. Die Pfanne habe ich schon auf den Herd gestellt und ein bisschen so ein Stückchen Butter schmelzen lassen. So mundgerechte Stücke, dass man schön auf die Gabel nehmen kann. Und gehen wir jetzt ans Herd. So, wie gesagt, in die Pfanne habe ich schon ein kleines Stückchen Butter schmelzen lassen und gebe da jetzt klein geschnittenen Knoblauch. In meinem Fall jetzt gefrorene Knoblauch. Mal schauen, wie es sich so gibt. Braten wir nur kurz, dass die Butter diese leckere Knoblauchgeschmack annimmt. Ja, schaut ihr, er wird sogar gleich weiß. Perfekt. Das ist wirklich sehr gute Methode, den Knoblauch auch haltbar machen und auf die lange Zeit ihn sozusagen haltbar machen. Das ist einfrieren. Schälen und in anfrieren. Und jetzt geben wir Hähnchenfilet und braten wir es scharf ein. Aufpassen, dass es nicht verbrennt, weil die Knoblauch kann schnell verbrennen. Und was noch gut passt für Hähnchen, das ist den Ingwer. Oder schneidet man ihn oder kann man auch ein bisschen reiben. Es muss auch nicht viel sein. Oder nimmt man getrocknete. Gleich kommt der Ingwer schöne Geruch. Und jetzt werden wir noch was einrühren. Ich habe jetzt hier ein Esslöffel Ketchup genommen. Gebe dazu 2 Esslöffel Teriyaki-Soße und ungefähr 1 Teelöffel Honig oder in meinem Fall Agavendicksaft. Das gut alles verrühren und zu den Hähnchenbrustfilet dazugeben und das ungefähr noch eine Minute oder 2 Minuten das schön einkochen lassen. Und das Ganze werden wir auf unsere Salat draufgeben. So, Salat habe ich gemacht. Salat, Gurke, bisschen Paprika, Tomaten, bisschen Mentil bestreut und jetzt ein bisschen Pfeffer obendrauf, ganz bisschen Salz, weil von den Hähnchen ist auch schöne Soße und ganz bisschen Olivenöl. Und obendrauf kommt, so wie es jetzt ist, von der Pfanne hier den Hähnchenbrustfilet. Und hier ist auch sehr viel Soße, sehr leckere Soße. Obendrauf noch ein bisschen Sesamsamen. Das gehört sich dazu. Und voilà. Das kann man einfach ein selbstständiges Gericht, so ein schnelles, leichtes Gericht. Auch im Sommer kann man sowas machen, aber auch einfach zwischendurch, wenn man schnell nach der Arbeit kommt und möchte trotzdem mal was zwischen Salat und was Warmes entscheiden. Perfekt. Schmeckt sehr, sehr lecker. Und bei mir heute gibt es dazu den Backofen-Kartoffel aus Heißluftfritteuse. Auch den schnell alles parallel zu machen. So, jetzt kann ich schnell einen Tisch servieren und mit meinem Mann es genießen. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachkochen, einen guten Appetit. Würde mich sehr freuen über eure Kommentare, Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal abonniert, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!